Die Februarsitzung des Südtiroler Landtages dauerte sehr viel kürzer als erwartet. Das Plenum war für 3 Tage einberufen, konnte aber alle behandelten Tagesordnungspunkte an einem Vormittag abwickeln. Die verschiedenen Abstimmungen stellten für die Mehrheit kein Hindernis dar. Meinhard Dornwalder und Angelo Gennacaro wurden mit 18 Stimmen in die 6er- und 12er-Kommission gewählt. Dazu wurden Mitglieder einer Reihe von Kommissionen und Beiräten namhaft gemacht bzw. ernannt, darunter für die Paritätische Kommission für die endgültige Benennung der Kapitel des Haushaltsvoranschlages und für die Interregionale Landtagskommission, auch die Namhaftmachung der Vertreter der Minderheit für den Landesbeirat für Chancen. Chancengleichheit verlief reibungslos. Auf Antrag der Mehrheit wurde die Bestellung der Gesetzgebungsausschüsse vertagt, da eine Einigung mit der Opposition noch aussteht, ebenso wie die Namhaftmachung der Mitglieder der beim Präsidium des Ministerrates eingerichteten Ständigen Kommission für die Probleme der Provinz Bozen, Paketmaßnahme 137, für welche weitere Verhandlungen erforderlich sind.